Heute werden wir in der Vorlesung eventuell das Maximum der ganzen Reihe erreichen, weil wir heute zum ersten Mal die elektrodynamischen Gleichungen, die Maxwell-Gleichungen, in ihrer vollen Pracht und Schönheit bewundern können. Es fehlt uns noch eine kleine Idee, ein kleiner Hauch bis zum vollständigen Verständnis. Und wir haben das in der letzten Vorlesung anhand des Tesla-Trafos gesehen, dass geisterhafte Erscheinungen entstanden sind. Leuchtstoffröhren haben sich entzündet mitten im Raum, ohne mit einer Spannungsquelle verbunden zu sein. Und um das zu verstehen, ist es zunächst nötig, dass wir ein neues Konzept, eine neue Regel der Elektrodynamik einführen, und zwar den Maxwell'schen Verschiebungsstrom. Maxwell hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Elektrodynamik in ihrer Theorie vervollständigt durch das Hinzufügen eines Zusatzterms. Dieser Zusatzterm bekommt dann den Namen Maxwell'scher Verschiebungsstrom. Und durch diese Großtat wird ihm gleich das ganze Gleichungsset zugerechnet, welches wir schon fast vollständig miteinander erarbeitet haben. An dieser Stelle ist es vielleicht Zeit, dass wir einen Rückblick wagen und dass Sie in Ihren Köpfen Ordnung schaffen in das Chaos der ganzen Gesetze, die wir bisher hatten. Meiner Meinung nach hilft diese Veranschaulichung an dieser Stelle weiter. Unser Kerngeschäft ist es, elektrische und magnetische Felder auszurechnen, in aller Regel aus Quellen, aus materiellen Quellen. Es gibt einmal elektrische Ladungen, bezeichnet mit dem Formelkennzeichen Rho, und es gibt die Stromdichte J. Diese sind als Quellen für Felder aufzufassen, die elektrischen Ladungen bewirken ein elektrisches Feld in ihrer Umgebung, und in Rot geschrieben sind die Gesetze, die Sie dafür verwenden können. Das wäre einmal direkt das Coulombsche Gesetz oder gleichbedeutend das Gaußsche Gesetz, welches die Berechnung von E bei gegebenem Rho ermöglicht. Relativ ähnlich, nur ein kleines bisschen komplizierter, gestaltete sich unser Kerngeschäft der Feldberechnung für den magnetischen Fall. Hier sind die Stromdichten die Quellterme, und die Gesetze, die zur Berechnung von B herangezogen werden können, sind einmal das Biot-Savart'sche Gesetz und das Ampere'sche Gesetz. Gaußsches Gesetz und Ampere'sches Gesetz sind unsere eigentlichen Arbeitspferde, die uns ein schnelles Verständnis ermöglichen, wenn wir es mit besonders symmetrischen Ladungsverteilungen zu tun haben, ja, kugelförmige Ladungsverteilungen beispielsweise. Gibt es auch Auswirkungen der Felder? Selbstverständlich. Es ist möglich, mit einem elektrischen Feld eine Stromdichte zu erzeugen. Das wird durch das Ohmsche Gesetz nicht völlig erschlagen, aber das Ohmsche Gesetz ist ein beispielhaftes Gesetz, wie eine solche Ursachenwirkung vonstatten gehen kann. Ja, man hat ein elektrisches Feld und das bewirkt eine Stromdichte J gleich Sigma mal E. Was ist nun mit den beiden Feldern untereinander? Nun, ein magnetisches Feld, das hatte Faraday herausgefunden, kann ein elektrisches Feld verursachen, und all das war zusammengefasst unter dem Faradayschen Induktionsgesetz. Die Besonderheit hierbei ist, dass es eine zeitliche Änderung geben muss. Ja, der magnetische Fluss darf zeitlich nicht konstant sein, nur wenn er zeitlich variiert, wird ein elektrisches Feld induziert. Ja, es gibt eine induzierte Spannung. Jetzt liegt die Frage auf der Hand, gibt es auch eine ursächliche Wirkung E in Richtung B? Die Konsequenzen davon wären ganz eventuell enorm, weil sich dann nämlich die beiden Felder als Blöcke selbstständig machen könnten und von der Materie abkoppeln. Sehen Sie mal hier in unserem bisherigen Schaubild, sind die Felder E und B doch ziemlich fest an die Materie verankert mit all den roten Pfeilen, die hier die Ursachen kennzeichnen.
Wenn nun aber eine Wechselbeziehung zwischen B und E bestünde, wenn der rote Pfeil nicht nur von unten nach oben, sondern auch von oben nach unten ginge, dann könnte man sich auf den rechten Teil beschränken und sich Gedanken darüber machen, unter welchen Umständen denn magnetische und elektrische Felder sich verselbstständigen und ohne Materie vielleicht leben könnten. Die Frage lag in der Tat im 19. Jahrhundert auf dem Tisch. Die Vermutung war auch gegeben, dass es wohl ein elektrisches Wechselfeld sein müsste, ja, wenn der magnetische Fluss zeitlich variieren muss, um E zu erzeugen, dann wird es umgekehrt vielleicht auch der Fall sein. Aber die ersten Versuche, das irgendwie parallel zur magnetischen Induktion zu machen, die waren erfolglos. Maxwell hat durch das folgende Gedankenexperiment einen Zusatzterm eingeführt, den er Maxwell'schen Verschiebungsstrom genannt hat, oder zumindest wird ihm dieser Name heutzutage angedichtet. Und ich kenne eigentlich nur eine Art, wie das Konzept des Maxwell'schen Verschiebungsstroms den Studierenden beigebracht wird. In den Lehrbüchern, die ich kenne, ist es so verzeichnet und ich denke, dass auch Sie damit etwas anfangen können, dass das für Sie die Sache verständlich gestalten wird. Wir gehen aus vom Ampere'schen Gesetz. Welches der rote Pfeil von J nach B ist. Und zur Wiederholung für Sie, das Ampere'sche Gesetz sagt aus, dass das Ringintegral über den Rand einer Fläche A des magnetischen Feldes gleich ist μ0 der Permeabilität mal den eingeschlossenen Strom. Und der eingeschlossene Strom schreibt sich allgemein als das Flächenintegral J mal dA. Gilt das auch für zeitabhängige Ströme? Bisher hatten wir große Erfolge damit gefeiert in der Berechnung von B-Feldern, beispielsweise der gerade Leiter. Wenn man sich einen Kreis drum vorstellt, den Rand eines Kreises, dann ist der Umfang gerade 2 mal Pi mal R. Dann habe ich also 2 mal Pi mal B0 auf der linken Seite, auf der rechten Seite μ0 mal I. Und das gibt dann direkt die Stromstärke um einen geraden Leiter herum. Ja, da ist dann die Stromstärke B ist gleich μ0 mal I geteilt durch 2 Pi R. Folgendes Gedankenexperiment schlage ich vor für die Untersuchung dieses Gesetzes mit zeitabhängigen Strömen. Wir laden einen Kondensator auf. Und die Sache gestaltet sich dieser Art. Das ist der Kondensator, das ist ein stromführender Draht, I von T. Ist natürlich zeitabhängig, es passt nicht unendlich viel Ladung auf den Kondensator. Und die Frage ist jetzt, welches B-Feld eigentlich um den Leiter entsteht. Dazu wähle ich eine Kreisscheibe, die ich um den Leiter herum wähle, mit Fläche A. dA, der Rand davon, ist gerade der Ring mit Radius 2 mal Pi mal R. Und auf dem Ring herrscht das Feld B. Wie gerade schon gesagt, auf der linken Seite steht 2 Pi R mal B, auf der rechten Seite μ0 mal I in.
gibt die Formel μ0 in geteilt durch 2pi r. Eine der einfachsten Übungen, die wir machen können. Jetzt gehen wir die Sache aber ganz genau an und wir machen uns das Leben nicht so einfach wie möglich, wie wir es normalerweise immer machen, sondern wir schauen, ob diese Betrachtung denn eigentlich konsistent ist. Normalerweise geht man an das Problem derart ran, dass man eine Kreisscheibe wählt, welche eine flache Fläche ist und einfach den Rand nimmt. Ich hoffe, Sie können sich's vorstellen, das ist so. Die Formulierung des Ampere'schen Gesetzes verlangt dies aber nicht. Dieses Gesetz muss gelten für sämtliche Flächen A, die man irgendwie wählen kann. Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn jemand neunmal klug ist, dass wir eine andere Fläche A wählen, die aber denselben Rand del A hat. Selbe Kreisscheibe drumherum, selber Rand des Kreises, aber die eigentliche Fläche, die verlegen wir und den verlegen wir diese Fläche gerade in den Kondensator hinein. Ich nenne dieses hier erste Möglichkeit der Berechnung des B-Feldes. Das hier ist die zweite Möglichkeit, selbe Situation. Der Kondensator wird aufgeladen, I von T. Versuche, dass es möglichst gleich ausschaut, was ich hier anmale. Gleicher Kreis dA. B0 ist der, hier habe ich es jetzt gar nicht B0 genannt, mache ich mal das 0 weg, einfach B, macht es etwas einfacher. Und jetzt stelle ich mir eben vor, dass der eigentliche Kreisinhalt, der Flächeninhalt, die Fläche A, nicht direkt innerhalb dieses Kreises ist, sondern ich verschiebe den, roter Stift, ich verschiebe den hier nach hinten, sodass die eigentliche Fläche innerhalb des Kondensators ist. Ja, können Sie sich vorstellen, was ich hier gemalt habe, ist letztlich so etwas wie ein Fingerhut. Ja, hier könnte ich von links also meinen Finger durch diese Öffnung del A reinmachen und hinten in der Mitte des Kondensators ist der Fingerhut dann geschlossen. Die Berechnung des B-Feldes gestaltet sich auch wieder über das Ampere'sche Gesetz. Auf der linken Seite Kreisintegral über den Rand der Fläche. 2 mal Pi mal B, 2 Pi R mal B. R ist der Radius von der Sache. Das sollte ich vielleicht auch irgendwo noch reinquetschen. R, so, der Radius. Auch hier R. Und auf der rechten Seite μ0 mal den enthaltenen Strom. Und der enthaltene Strom, JdA, tja, schauen Sie sich mal die Fläche an. Das ist mitten im Kondensator und durch den Kondensator geht ja nun mal kein Strom. Da werden keine Ladungen durchtransportiert. Das heißt, hier steht 0 und dementsprechend folgt direkt B gleich 0. Und das ist ein Widerspruch. Des Ampere'schen Gesetzes. Das Ampere'sche Gesetz ist nicht konsistent für zeitabhängige Ströme, wie an diesem Paradebeispiel gezeigt. Und wir lösen diesen Widerspruch durch Einführung eines Zusatzterms, der eben auf die Genieleistung Maxwells zurückgeht.
Lösung des Widerspruchs durch Zusatzterm mit dem Namen Maxwell'scher Verschiebungsstrom. Und an dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, wie ich ja didaktisch am besten vorgehe, ob ich versuche, induktiv an die Sache ranzugehen oder ob ich Ihnen gleich die Lösung präsentiere und dann Sie davon überzeuge, dass die Lösung auch die Konsistenz bewirkt. Ich entscheide mich an dieser Stelle für Letzteres. Es fällt jetzt einfach von der Hörsaaldecke die Lösung herab. Das kennen Sie schon, das ist das Ampere'sche Gesetz. Jetzt wird's neu. Μ0, Epsilon 0, Flächenintegral E. dA. Der rote Teil bekommt also den Namen Maxwell'scher Verschiebungsstrom. Und es sieht jetzt mathematisch etwas kompliziert aus, es ist recht lang geworden, es gibt zwei Flächenintegrale auf der rechten Seite. Ich kann Ihnen nicht die Inkonsistenz für den allgemeinen Fall beweisen, aber ich möchte Sie doch zumindest davon überzeugen, dass in diesem Beispiel 2 wir durch die Einführung dieses Zusatzterms Konsistenz herstellen. Ich gehe aus von der Gleichung des Plattenkondensators. Ich muss erstmal herausfinden, wie groß ist denn das elektrische Feld zwischen den beiden Kondensatorplatten. Das hängt davon ab, wie viel Ladung eigentlich auf dem Kondensator ist. Q gleich C mal U. Das elektrische Feld, oder sagen wir so, die Kapazität des Plattenkondensators hatten wir mal berechnet. Epsilon 0 A, die Fläche, geteilt durch den Plattenabstand. Ich wähle hier die Fläche A des Plattenkondensators, also genauso groß wie die rote Fläche. Das ist an dieser Stelle die einfachste Annahme, sonst müssten wir hier mehrere Flächen einführen. Die Spannung U hängt mit dem elektrischen Feld zusammen als E mal D. Dann kann ich D gerade kürzen, das kommt raus, Epsilon 0 A mal E. Ja, diesen Zusammenhang, die Ladung ist unabhängig vom Plattenabstand, die hatten wir es mal experimentell gezeigt. Nun ist die zeitliche Variation von E entscheidend im Maxwell'schen Verschiebungsstrom. Und dann leite ich doch mal E ab. Dabei kommt heraus 1 durch Epsilon 0 mal A, das sind beides konstante Größen, mal Q zeitlich abgeleitet. Und Q zeitlich abgeleitet, Sie sind ja mittlerweile alte Hasen in diesem Geschäft, Sie wissen, was die zeitliche Ableitung von Q ist, das ist gerade I. Und nun kann ich die rechte Seite also berechnen. Ich schreibe es mal hin. Μ0, Epsilon 0, mach es bewusst ausführlich, Flächenintegral E.dA. Wie immer wird es bei uns nicht so schrecklich kompliziert. E und A, die Flächennormale von A stehen, E steht gerade senkrecht auf A. Ja, E und die Flächennormale von A sind parallel. Das heißt, das Skalarprodukt kann ich durch ein Betragsprodukt ersetzen. E-Punkt ersetze ich durch, ja, was ich oben ausgerechnet habe und bekomme dann raus μ0 Epsilon 0
1 durch Epsilon 0 a i mal a. Das kürzt sich wunderschön. A und Epsilon 0 fallen raus und es bleibt gerade noch μ 0 mal i übrig. μ 0 mal i ist das, was auf der rechten Seite des Ampere'schen Gesetzes, des vollständigen Ampere'schen Gesetzes, sollte ich sagen, steht. Auf der linken Seite steht immer noch Kreisintegral B. Dann steht hier also 2pi rb ist gleich μ 0 mal i, genauso wie im ersten Fall. Und dann kommt raus, b gleich μ 0 i geteilt durch 2pi r in Übereinstimmung. Das ist jetzt blöd, dass das nicht auf derselben Tafel ist. In Übereinstimmung mit dem ursprünglich gefundenen. Jetzt hoffe ich, dass ich den Hinweis hier noch hinkriege. Einmal außen rum zeichnen. So. Konsistenz. Erst gab es einen Widerspruch, den haben wir gerettet durch den Ampere'schen Verschiebungsstrom, jetzt haben wir Konsistenz. Das ist der absolute Höhepunkt der Vorlesung. Ich fasse die vier Gleichungen, die vier Maxwell-Gleichungen, die wir bereits jetzt alle einzeln gesehen haben auf der Tafel, zusammen. Die Maxwell-Gleichungen Es gibt meines Wissens nach keine festgeschriebene Reihenfolge für die Maxwell-Gleichungen. Die erste Gleichung ist allerdings meistens das Gaußsche Gesetz, die Flächen- oder Volumengleichung des elektrischen Feldes. Wir sprechen über ein gedachtes Volumen und den Rand dieses Volumens. In den einfachsten Fällen wären das also eine gefüllte Kugel und eine Kugeloberfläche. Bereits in der ersten oder zweiten Vorlesungswoche hatten wir dieses Gesetz. Und ich möchte an dieser Stelle andeuten, dass, wenn Sie nach Maxwell-Gleichungen vielleicht googeln, Sie auf eine sehr prägnante Form stoßen werden. Sie werden auf das stoßen, was Sie auf meinem T-Shirt lesen können, die vier Gleichungen. In aller Regel werden die Maxwell-Gleichungen nicht in ihrer Integralform mit den Volumen- und Flächenintegralen und Ringintegralen beschrieben, sondern eben durch ihre differenziellen Formen. Ich lasse das in dieser Einführungsvorlesung weg. Allerdings sollen Sie zumindest heute eine Vorstellung davon bekommen, wie die Gleichungen zusammenhängen und dass Ihr Verständnis nur einen Hauch entfernt ist von dem Verständnis der differenziellen Gleichungen. Das Gaußsche Gesetz entspricht auf meinem T-Shirt gerade der ersten Gleichung. Nabla skalar multipliziert mal E ist gleich Rho durch Epsilon 0. Ich werde das Folgende gleich wieder wegwischen.
Dieser Operator ist zu lesen als Differentialoperator mit drei Einträgen. Dx, dy, dz, das wird also in der ersten Zeile nach x differenziert, in der zweiten nach y, in der dritten nach mal z. Und in der differenziellen Form der Maxwell-Gleichungen wird dieser Differentialoperator zusammen mit dem Skalarprodukt und dem Vektorprodukt verwendet. Einmal das Plus oder das Kreuz. Und Sie wissen ja, wie man damit umgeht. Wenn jetzt auf der rechten Seite beispielsweise das Feld steht, ex, ey, ez, die drei Feldkomponenten, dann müssten Sie einfach ex nach x ableiten plus die y-Ableitung von y und die z-Ableitung von z, davon alles addiert. Das wäre gerade Nabla mal e, hat auch den Namen Divergenz von e. Auf der rechten Seite spart man sich dadurch das Volumenintegral. Ja, es ist mathematisch schon ein gewisser Schritt. Man braucht dafür tatsächlich den gaußschen Satz, diesen Schritt zu verstehen. Aber Sie wissen ja, die Umkehrung der Integration ist die Differenziation. Also werden Sie bestimmt es schlucken können, dass die Ableitung von der obrigen Gleichung irgendwas in differenzieller Form, so wie unten geschrieben, ergibt. Die zweite Gleichung zumindest haben wir diese Gleichung als zweites besprochen. Ist das Faradaysche Induktionsgesetz. Ein Kreisintegral, ein geschlossenes Kreisintegral über den Rand einer Fläche A des elektrischen Feldes gibt gerade die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses durch diese Fläche A mit einem Minuszeichen davor. Das ist die Faradaysche Induktion und die Lenzsche Regel. Und in differenzieller Form gestaltet sich diese Gleichung als etwas, wo der Differentialoperator mit einem Kreuzprodukt versehen wird. Nabla Kreuz E hat auch den Fachnamen Rotation von E, ist gleich minus die zeitliche Ableitung von B. An dieser Stelle gibt es den kleinen mathematischen Kniff, dass sich in der ursprünglichen Form die Differenziation hier nach außen gezogen habe als totales Differential. Ich gehe also hier im Moment für das einfachere Verständnis davon aus, dass A die Fläche nicht zeitlich variabel ist. Da sparen wir uns mathematische Spitzfindigkeiten in der Ableitung. Beide Gleichungen, Gaußsches Gesetz und Faradaysches Induktionsgesetz, werden ihrer Idee nach für das B-Feld wiederholt. Zunächst einmal das Flussintegral von B durch den Rand eines Volumens. Auf der rechten Seite müssten die Quellen des magnetischen Feldes stehen. Die Ladungen des magnetischen Feldes, um genauer zu sein, die Monopole des magnetischen Feldes, die gibt es nicht. Das ist die mathematische Ausdrucksweise dafür, dass es keine magnetischen Monopole gibt.
Auf meinem T-Shirt sehen Sie dieses Gesetz formuliert in der zweiten Zeile. Divergenz von B ist gleich 0. Kommen wir zum Kreisintegral über eine geschlossene Fläche, was im Fall von E gerade das Induktionsgesetz war. Wir haben uns gerade damit befasst. Den ersten Teil, den kennen wir schon sehr lange, das ist das Ampere'sche Gesetz. Jetzt in seiner vollen Pracht und Schönheit ergänzt um den Zusatzterm. Und der Zusatzterm schreibt sich ganz ähnlich wie im Fall der Faradayschen Induktion, nur dass eben B-Punkt durch E-Punkt ersetzt wird. Ampere'sches Gesetz plus Maxwell auf meinem T-Shirt, welches ein beliebtes T-Shirt für Physikstudenten ist, die dann im ersten Jahr so langsam die Bedeutung der Elektrodynamik erschließen, finden Sie es in der untersten Zeile. Ein bisschen Gewicht zunehmen, dann kann ich es besser lesen. Für Sie ist es hoffentlich gut sichtbar. Rotation von B ist gleich μ0, gut μ0 haben Sie ausgeklammert, mal den Stromdichtevektor J plus ε0 mal die zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes. Im Jahr 1865 hat Maxwell diese vervollständigte Theorie der Elektrodynamik veröffentlicht und dieser Zusatzterm kommt Ihnen vielleicht im ersten Moment vor wie ein Kinkerlitzchen, wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber der hat es durchaus in sich, weil nämlich dadurch unser Übersichtsmodell auf einmal die fehlende Verbindung kriegt. Ja, das habe ich blöd geschrieben. Nehme ein bisschen mehr Platz raus. Ich selbst kann mit dem Ausdruck Verschiebungsstrom nicht viel anfangen. Ich finde das nicht sehr griffig, um es sich zu merken. Die Vorstellung mit dem Kondensator allerdings, dass das Anwachsen des E-Feldes im Kondensator irgendwie dasselbe sein muss wie ein Stromfluss, das kann ich mir gut vorstellen. Komplementiert ist die wechselseitige Beziehung von elektrischen und magnetischen Wechselfeldern. Und wenn man sich die Originalpublikation von Maxwell aus dem Jahr 1865 durchliest, dann ist das schon ein hartes Unterfangen. Ich empfehle Ihnen das nicht. Damals war die schöne Vektoranalysis in dieser Form noch nicht vorhanden. Maxwell hat diese Gleichung auf seine eigene Art geschrieben. Aber nicht, das war schon schwierig zu verstehen, nicht allzu viele Menschen auf dem Erdball werden zu dem Zeitpunkt die volle elektrodynamische Theorie erschlossen haben. Einer von denen war Heinrich Hertz. Er hat es verstanden. Hier müsste ich einmal einen großen roten Kasten drumherum machen. Das ist also wirklich das Gerüst, welches die Arbeit des ganzen Semesters widerspiegelt, die Maxwell'schen Gleichungen. Die Konsequenz aus der Vervollständigung ist, dass eben E und B sich loslösen können von Materie, sich selbstständig machen und
Man bezeichnet dieses Phänomen als elektromagnetische Wellen. Bereits Maxwell hatte verstanden, dass in seiner Theorie eine Wellenlösung vorkommt, ja, dass also diese gegenseitige Beziehung von E- und B-Wechselfeldern sich verselbstständigen kann. Und Heinrich Hertz war der Erste, der den experimentellen Nachweis einige Zeit später erbringen konnte. Und es geht darum, zeitabhängige Felder zu erschaffen. Ein Feld kann nicht unendlich steigen oder fallen, das ist schwer vorstellbar. Man nimmt am besten schwingende Felder, Kosinus- oder Sinusförmige, mit der Zeit variierend. Und die stellt man her durch einen Schwingkreis. Im einfachsten Fall ein LC-Schwingkreis. Letzte Woche haben wir uns eingehend damit befasst. Im einfachsten Fall ein Kondensator, der an eine Spule befestigt ist, mit einer Spule einen Stromkreis bildet. Die Eigenfrequenz dieses Schwingkreises ist Wurzel L durch C, 1 geteilt durch Wurzel L durch C. Und das ist also die Frequenz, mit der der Strom bzw. die Ladung auf dem Kondensator schwingt, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt den Kondensator lädt und dann die Sache einfach loslässt. Wir werden gleich sehen, dass wir unglaublich hohe Frequenzen brauchen, damit wir elektromagnetische Wellen erzeugen können. Und wir stellen uns zunächst einmal vor, dass wir diesen Schwingkreis aufbiegen. Wir brauchen, man sieht schon der Formel an, kleine Werte für L und C, damit Omega 0 die Frequenz möglichst groß wird. Stellen Sie sich vor, dass wir zunächst einmal die Spule aufbiegen. Wir ziehen die an den Haaren, sodass wir nur noch eine Leiterschleife haben, die von dem Kondensator beendet wird. Das hat zur Folge, dass die Induktivität L sicherlich viel kleiner werden wird. L' sehr viel kleiner als L, aber sie wird eben nicht null sein. Als nächstes verringern wir die Kapazität des Kondensators. Die Kapazität des Kondensators hängt von dem Abstand der Platten ab. Je größer der Plattenabstand, desto geringer die Kapazität. Wir biegen die Leiterschleife also auf, sodass es ein C' eines Kondensators gibt, der also sehr weit einen sehr großen Plattenabstand hat. Und als letztes verzichten wir ganz auf die Kondensatorplatten und bauen diese Sache einfach als einen homogenen Stab. Wir nennen diese Bauform des LC-Schwingkreises Antenne, wurde geprägt von den Funkpionieren. Antennen sind eigentlich diese Fühler bei Insekten, abgeleitet davon der Begriff der Antenne, der ist ihnen bestimmt geläufig. Und die Antenne hat eine Eigenfrequenz, die dementsprechend sehr viel geringer ist als Omega 0, womit wir gestartet sind. Von alleine schwingt die Antenne leider nicht. Wir müssen sie irgendwie anregen. Und wenn sie angeregt wäre, dann stellt die Antenne einen oszillierenden Dipol dar. Zum Zeitpunkt 0 sei der Kondensator aufgeladen. Plus sei oben, Minus sei unten. Es bildet sich dementsprechend ein elektrisches Feld aus.
Und wir wissen, wie der Schwingkreis sich entwickelt. Die Ladung des Kondensators gleicht sich aus. Eine Viertelperiode später fließt ein maximaler Strom. Ich male die Antenne nochmal. Stellen Sie sich, wie letzte Woche besprochen, den Schwingkreis dabei vor, in dem Ladung oszilliert und Stromstärke oszilliert. Im zweiten Schritt gibt es also eine Viertelumdrehung, eine Viertelperiode später, ein Maximum des Stroms J, welcher durch die Mitte fließt. Und das Ganze geht so lang, bis die Ladung auf dem Kondensator sich umgepolt hat. Und ganz zum Schluss gibt es dann J in die andere Richtung. Und dann wiederholt sich dieses Schauspiel. Ja? Das sind also die Stationen der Extremen von Ladung und J, gezeichnet durch eine Periode von Omega Null, von der Eigenschwingung. In Phase 1 und 3 ist das magnetische Feld, das elektrische Feld, von der Antenne ausgehend ausgeprägt. B wird erzeugt durch die Stromdichte J. Also, da gibt es die rechte Handregel, kreisförmig um den Leiter drumherum. Und ja, Vektorpfeile brauchen wir an der Stelle vielleicht nicht unbedingt. Und das stellt also eine Quelle dar für elektrische und magnetische Wechselfelder. Ja, um diese Idee einer elektromagnetischen Welle zu realisieren, brauche ich als allererstes elektrische und magnetische Felder, die zeitlich variieren, gemäß einer Cosinus-Omega-T oder Sinus-Omega-T-Abhängigkeit. Und voilà, das wäre unsere Möglichkeit. Jetzt überlege ich mir in einem Gedankenexperiment, wie sich die elektromagnetische Welle eigentlich ausbreiten würde. Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle. Dieses Konzept ist ganz wichtig. Es ist vielleicht nicht das Einfachste was das Verständnis für Sie angeht. An dieser Stelle wäre es auch sehr viel einfacher, die Formeln der Maxwell'schen Gleichung in ihrer differenziellen Form zu haben. In den höheren Semestern sind die Überlegungen, die ich jetzt mit Ihnen anstelle, nur eine dreizeilige Rechnung. Ich versuche aber anhand der Integralgleichungen Ihnen zu veranschaulichen, wie sich eigentlich die Felder selbstständig machen können. Und wir gehen aus von eine Position, die Sie sich in der Nähe der Antenne vorstellen können, in dem es zu einem bestimmten Zeitpunkt ein elektrisches Feld gibt. Und jetzt kommt vielleicht eine gewisse gedankliche Schwierigkeit. Im Normalfall bedeuten die roten Pfeile E. Ich meine jetzt aber die zeitliche Ableitung von E, E-Punkt. Schauen Sie mal nach oben. Im dritten Schritt zeigt E nach oben. Ich male diese drei Pfeile rechts von der Antenne. Ich male es eben eine Viertelumdrehung vorher, sodass gerade die Steigung von E in diese Richtung maximal ist. Es gibt auch ein magnetisches Feld. Es steht senkrecht auf E. Schauen Sie sich nochmal die Antenne an. B
ein Stück weit rechts von der Antenne, ist senkrecht auf der Tafel und zu einem Zeitpunkt, wo E in Richtung oben anwächst, wird B in einer Richtung aus der Tafelebene rauszeigend größer. Das ist die Situation, die wir realisiert finden, direkt neben einer Antenne. Und jetzt besinne ich mich auf die Maxwell'schen Gleichungen. Im Vakuum, das heißt ohne die materiellen Terme Rho und J. Das ist einmal das Faradaysche Induktionsgesetz und einmal der Verschiebungsstrom. Das wichtigste zeitliche Ableitung über B und E auf der rechten Seite darf natürlich nicht fehlen. Das Ganze ist zu verstehen über eine Fläche A. Fangen wir vielleicht mal an, dass wir uns eine Fläche vorstellen. Und zwar beginnen wir mit dem Faradayschen Induktionsgesetz. Wir nehmen also B, ein Wechselfeld, welches gerade aus der Tafelebene hinauskommt, und wir denken uns eine Schleife drumherum. Auf der linken Seite geht es auch so weiter, das lasse ich für den Moment weg. Die Position auf der rechten Seite, das Ganze durch die Z-Achse durchgeht, nenne ich Z0 plus Delta Z. Und ich wende jetzt die Gleichung darauf an. Im einfachsten Fall wird das zu einem elektrischen Feld, welches gemäß der Lenzschen Regel der Entstehung entgegenzuwirken versucht. Das ist ein elektrisches Feld, welches dann nach unten zeigt. Ja, machen Sie sich das klar, wenn das elektrische Feld einen Strom erzeugen würde, der hier im Uhrzeigersinn fließt, dann würde das Ansteigen von B gerade gebremst. Und die Gleichung wäre E mal das geschlossene Ringintegral. Delta ist gerade der, Delta Z muss ich es nicht nennen, einfach Delta, die Abmessung der Hälfte einer Kante dieses Quadrates hier. Also steht dort 4 mal Delta. Und auf der rechten Seite B-Punkt mal dem Flächenintegral der gestrichelten Fläche hier. Und das gibt gerade 4 Delta Quadrat. Ja, 2 mal Delta ist die Seite eines Quadrats, 4 mal Delta Quadrat ist dann ihr Flächeninhalt. Das genau selbe Spiel kann ich mit B wiederholen. E-Punkt ist die Ursache eines Maxwell'schen Verschiebungsstroms. E-Punkt wird bewirken, dass es ein B-Feld gibt, welches sich
ein Stück weiter bei Delta ausbreitet. Und die Rechnung ist ganz entsprechend. B mal 4 Delta ist gleich μ 0 Epsilon 0 ja, mal dem Flächenintegral durch von E Punkt. Vier Delta Quadrat. Es gibt ein Minuszeichen gegenüber dem, ja, gegenüber dem Faradayschen Induktionsgesetz. Ich habe das hier berücksichtigt, wenn Sie sich die Beziehung zwischen B auf der hier an der Stelle Z0 plus Delta anschauen und mit der Richtung von E vergleichen, dann ist es gerade in die andere Richtung gedreht als die ursächliche Wirkung von B auf der linken Seite nach E auf der rechten Seite. Dieses Spiel wird sich dann wiederholen, wenn ich also an den Punkt Z0 plus 2 Delta schaue. Dann kann ich mit der genau selben Überlegung zu einem E-Feld gelangen, welches nach oben zeigt, und einem B-Feld, welches wieder aus der Tafelebene hinausschaut. Und das wäre eine tolle Sache, weil ab hier wir den Kreis geschlossen haben. Jetzt sind wir wieder bei der Anfangssituation und dann würde sich diese Sache unendlich fortpflanzen. Nun ist die spannende Frage aber natürlich, wie groß ist denn diese gedachte Leiterschleife, die man wählen muss? Wie groß ist gerade, was habe ich denn da geschrieben, wie groß ist gerade Delta, dass die Rechnung Sinn gibt, dass die Rechnung konsistent ist? Nun, ich gehe hier nur betragsmäßig vor, die Richtung sehen Sie ja oben jeweils gemalt. Ich wähle den Ansatz eines Schwingfeldes E0 Cosinus Omega T. Ja, das ist ein sinnvoller Ansatz, der kommt aus dem Schwingkreis letztlich. Und für B wähle ich denselben Ansatz. Ich benutze jetzt die beiden Gleichungen, die ich aus Maxwell und Faraday herausziehe, um B und E an der Stelle Z0 plus Delta zu berechnen. Auf der rechten Seite bekomme ich die zeitliche Ableitung des B-Feldes. Zeitliche Ableitung von Cosinus ist relativ einfach, das ist gerade der Sinus, ein Minuszeichen davor. Gemäß der Kettenregel kommt ein Omega noch dazu. Und ich mache Sie auf diesen Faktor Delta geteilt durch 2Pi aufmerksam. Der entspricht nicht zu 100% dem, was hier oben steht. Hier oben, wenn ich das auflösen würde, würde stehen E gleich B Punkt mal Delta. Ich teile zusätzlich durch Pi, weil nämlich
B und E nicht überall in der Fläche von Z0 bis Z0 plus Delta konstant sein können. Ja, sehen Sie, hier wird es vielleicht ein Maximum geben von E, gerade an der Stelle Z0, aber das muss dann langsam abfallen. Hier wäre die Rechnung jetzt etwas komplizierter. Hier müsste man dann irgendwie den Mittelwert bilden, den Cosinus einmal integrieren. Das lassen wir weg. Versuchen Sie es zu Hause vielleicht nachzuvollziehen. Ich muss um den Faktor Pi korrigieren, damit die Sache stimmig wird. Selbiges mache ich für B. Und jetzt mache ich die Sache nochmal. Jetzt gehe ich zur Stelle Z0 plus 2 Delta, um zum Ursprungszustand wieder hinzukommen. Ableitung des B-Feldes am Schritt 1 vorher mal Delta geteilt durch Pi, habe ich hier oben stehen. Den Sinus muss ich ableiten, wieder kommt ein Omega als Vorfaktor dazu, μ0, Epsilon 0, E0 Omega Quadrat Cosinus Omega T, wieder mit dem Faktor Delta durch Pi multipliziert. Dann also Delta Quadrat geteilt durch Pi Quadrat. Entsprechend für B. Delta durch Pi. Eingesetzt, was wir für E gefunden haben an der Stelle, da war es schon falsch, an der Stelle Z0 plus Delta. Ja, da oben sehen Sie es. Kommt gerade raus μ0 Epsilon 0 B0 Omega Quadrat Cosinus Omega T mal Delta Quadrat durch Pi Quadrat. Die Sache kann sich nur dann schön ausbreiten, wenn wir nach der Strecke 2 Delta wieder beim Ursprungspunkt zurück sind. Ja, sehen Sie, die Formen von E an der Stelle Z0, E0 mal Cosinus Omega T, sieht ganz ähnlich aus wie die Funktion von E an der Stelle Z0 plus 2 Delta unter der Voraussetzung, dass die ganzen Fortfaktoren, die wir bekommen haben, sich gerade zu 1 addieren. Ich mache also die Forderung E von TZ0, das ursprüngliche elektrische Feld, soll gleich sein, ein Gleich mit einem Ausrufezeichen, E von T an der Stelle Z0 plus 2 Delta. Das ist genau dann der Fall, wenn μ0 Epsilon 0 mal Omega Quadrat mal Delta Quadrat durch Pi Quadrat gleich 1 ergibt. Genau dieselbe Schlussfolgerung kommt aus dem blauen Gleichungssystem. Auch hier möchte ich, dass in dem letzten Schritt ich wieder den Anfangszustand herstelle. Und das ist genau dann der Fall, wenn diese Beziehung hier gilt. Was ist denn dieses Delta? Nun, das Delta
ist gerade die Hälfte einer Wellenlänge. Sehen Sie, wenn Sie von Z0 bis Z0 plus 2 Delta gehen, dann habe ich den Zustand gerade wieder hergestellt. Das heißt, diese räumliche Distanz ist gerade Lambda. Ich forme dementsprechend die Gleichung um und bekomme Lambda, die Wellenlänge, gleich 2 Delta, gleich 1 durch Wurzel Epsilon 0 mu 0 mal 2 Pi geteilt durch Omega. Ja, ich habe also die Wurzel genommen, damit ich hier ein Delta stehen habe. Und hieraus kann ich jetzt etwas folgern über die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Es ist üblich, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen im Vakuum als C0 zu bezeichnen. Im letzten Semester haben wir uns eingängig mit Wellen beschäftigt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Strecke, welche die elektromagnetische Welle zurücklegt, also Lambda in der dafür gegebenen Zeit, was gerade die Periodenlänge groß T ist. Entsprechend Lambda mal Nü, Lambda mal die Frequenz. Und die Frequenz hängt mit der Kreisfrequenz Omega zusammen. Lambda setzen wir durch 2 Delta. Omega durch 2 Pi ist die Frequenz Nü. Und wenn wir oben einsetzen für 2 Delta, dann kürzt sich das meiste weg. Omega insbesondere kürzt sich weg. Und wir bekommen 1 geteilt durch Wurzel Epsilon 0 mu 0. Das ist eine ungeheure Folgerung. Bereits Maxwell war sich darüber im Klaren, dass seine Theorie eine Wellenausbreitung ermöglichen würde. Und er hat gesehen, dass unabhängig der Frequenz, die man an einem Schwingkreis anlegt, die Ausbreitungsgeschwindigkeit 1 geteilt durch Wurzel Epsilon 0 mal μ 0 sein würde. Und das sind Konstanten, die wir längst gehabt haben. Die Epsilon 0, ja, die Elektrizitätszahl des Vakuums und μ 0 die Permeabilität des Vakuums. Es kommt gerade ein Wert raus, der extrem nah an der Lichtgeschwindigkeit ist. Das war damals physikalisch ein sehr überraschender Zusammenhang. Maxwell dachte zunächst mal an einen Zufall vielleicht. Man wusste bereits zu dieser Zeit um die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit. Der erste, der einen einigermaßen vernünftigen Wert dafür angeben konnte, war Ole Römer im Jahr 1675. Er hat Beobachtungen des Jupitermondes Io angestellt und gefunden, dass die Verdunklungszeit dieses Mondes davon abhängt, wo eigentlich die Erde sich im Jahreszyklus befindet. Und er hat daraus also berechnet, dass diese Verzögerung, die man sieht, daran liegen muss, dass das Licht erstmal den Weg durch die Kreisbahn der Erde um die Sonne zurücklegen muss. Eine erste erdgebundene Messung gab es erstmals im Jahr 1849, Fizeau, die sogenannte Zahnradmethode. Da hat Fizeau durch so ein kreisendes Zahnrad Licht gesendet. Das hier seien die Zacken eines Zahnrades. Das dreht sich mit einer schnellen Geschwindigkeit. Dadurch wird das Licht in Stücke zerhackt, in Lichtpulse zerhackt. Weit entfernt gab es einen Spiegel. Und er hat beobachtet, wann ein Lichtstrahl eigentlich
zurückgeworfen wird und hier wieder sichtbar ist. Nun, wenn die Sache gerade abgestimmt ist mit der nächsten Lücke in dem Zahnrad, dann geht es durch. Wenn das nächste gerade auf eine Fläche des Zahnrades fällt, dann sieht man von dort aus betrachtet eben nichts. Dass Licht und elektromagnetische Wellen zusammenhängen würden, das wurde erstmal von Faraday vermutet mit dem sogenannten Faraday-Effekt, ein Effekt, mit dem man Licht durch ein Magnetfeld beeinflussen kann. Im Jahr 1865, kurze Zeit, 20 Jahre später, hat Maxwell seine Theorie vervollständigt und im Jahr 1886 hat Heinrich Hertz zum ersten Mal elektromagnetische Wellen bewusst erzeugt und diese dann auch detektiert. Elektromagnetische Wellen folgen alle genau diesem Prinzip. Je nach Frequenz und zugehöriger Wellenlänge haben die allerdings einen besonderen Namen bekommen. Radiowellen bezeichnet man als Wellen, die so im Bereich zwischen 10 Kilometer Wellenlänge und 1 Meter Wellenlänge sind. Und bereits die haben eine nötige Frequenz von 30 Kilohertz bis 300 Megahertz. Das sind Frequenzen, an die man nicht so einfach rankommt, einfach indem man eine Leiterschleife dreht. Sie können mechanisch nichts einfach so mit 30 Kilohertz drehen. Mikrowellen sind dann die Wellenlänge zwischen 1 Meter und 1 Millimeter. Verwunderlicherweise nichts im Mikrometerbereich, sondern die kürzesten sind gerade die Millimeterwellen. Zwischen 300 Megahertz und 300 Gigahertz, das ist der Bereich, in dem unsere Mikrowelle eben zum Heißmachen der Ofen funktioniert und auch in dem Handys abstrahlen. Daran schließt sich an das Infrarot, dann irgendwann das sichtbare Licht, dann das ultraviolette Licht, dann die Röntgenstrahlen und dann irgendwann die Gammastrahlen. Über diese Phänomene werden wir in den zukünftigen Vorlesungen noch eingehend sprechen. Heute werden wir uns zunächst nur mit Radiowellen befassen. Bereits Radiowellen sind von der Frequenz so groß, dass man nicht einfach mechanisch durch Drehung, die welche schnell genug wäre, diese erzeugen kann. Es geht los mit einer Dipolantenne. Und die habe die Länge L. Und die lade ich an den Seiten auf, induziere die Schwingung des Schwingkreises. Ich brauche eine gegebene Quelle von außen, das ist natürlich der eigentliche Haken dabei. Und dann bekomme ich für den Fall, dass die Ladungen an den Enden sind, eine Spannungsverteilung dieser Art. Ein Maximum an den Enden, einen Knoten in der Mitte. Und für den Strom genau ein gegensätzliches Bild. Das ist also das Bild der stehenden Wellen, die sich in einer Antenne ausbilden können für den Resonanzfall. In dem Fall, dass Lambda gerade die Hälfte der Antennenlänge ist. Also über stehende Wellen, die sich in Hohlräumen ausbreiten, haben wir letztes Jahr eingehend geredet. Gladny-Figuren haben wir gezeigt. Es muss einen Zusammenhang geben zwischen der Abmessung des Mediums und der Wellenlänge der Welle.
Die erste Grundschwingung, die erzeugt wird in einer Antenne, ist also so gemalt, das entspricht gerade der Bedingung, dass die Länge, die Hälfte der Länge die Wellenlänge ist. Da nennt man die Antenne Dipolantenne. Wir haben so etwas da. Das ist unsere Antenne, 3,20 Meter lang. Und wenn man in ihr eine Schwingung anregt, dann erwarte ich, dass die Spannung in einem Wechselfeld groß sein wird an den Enden und der Strom groß sein wird irgendwo in der Mitte. Ich versuche mal, das rauszufinden. Ich habe eine Leuchtstoffröhre in der Hand. Antenne geht an. Und Sie sehen, wie bei einem Laserschwert, dass sich unten die Leuchtstoffröhre entzündet. Hier in der Mitte gibt es keine Spannung, da die Spannung einen Knoten. Je weiter ich nach oben gehe, kommt kaum ran, geht die Lampe wieder an. So verhält es sich mit der Spannung, mit dem Strom. Ja, wie kann ich jetzt den Strom nachweisen? Dafür benutze ich die Faradaysche Induktion. Ich habe hier eine Leiterschleife verbunden mit einer kleinen Glühlampe. Ich stelle mir vor, es gibt ein B-Feld, welches hier gemäß der rechten Handregel um die Antenne zeigt. So. Ich positioniere dieses Ding gerade so, dass B hindurchgeht. Wir sehen, je mehr ich hier in Richtung Mitte komme, desto mehr hell wird die kleine Lampe. Wenn ich mich von der Mitte entferne, ja, dann nimmt die Faradaysche Induktion, die hier den Stromkreis treibt, auch ganz rasch ab. Gut. Wenn ich elektromagnetische Wellen nachweisen will, dann brauche ich nicht nur eine Sendeantenne, sondern auch eine Empfangsantenne. Das hier sei die Sendeantenne, die strahlt ein elektrisches Feld aus. Welches vielleicht diese Form annimmt. Die elektrischen Feldvektoren zeigen entlang der Antennenachse, das ist ganz entscheidend. Dieses hier ist gerade die Wellenlänge, Lambda gleich C durch Nü. Wenn meine Antenne mit einer Frequenz von 48 MHz schwingt,
dann gibt es gerade eine Antennenlänge von 6 Meter, von 3,10 Meter und eine Wellenlänge von 6,20 Meter. Wie in unserer Vorüberlegung bereits rauskam, gibt es immer ein B-Feld, welches zusammen mit E schwingt und ganz wichtig, orthogonal zu E. Ich male B wieder in Blau. Das soll jetzt nicht einfach ein kleineres Feld sein, sondern es soll hier so, also hier zeigt B auf uns zu und hier zeigt B von uns weg. Ich male die Sache gedacht ein klein bisschen dreidimensional. Ich hoffe, Sie wissen, wie es gemeint ist. Die Sache breitet sich aus mit Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet, wenn ich mir diese Wellenstruktur im Raum stehend vorstelle und ich lasse die Zeit laufen, dann wandert diese Welle nach rechts und sie wandert derart schnell, dass ein Wellenberg bzw. ein Wellental oder auch ein Nulldurchgang sich gerade mit der Geschwindigkeit C0 bewegen. C0 berechnet sich aus Epsilon0 und μ0, hat gerade den Wert 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde und ist zufälligerweise eben auch sehr nahe der damals bereits bekannten Lichtgeschwindigkeit. Wenn das Ganze auf eine Senderantenne trifft, ja, Senderantenne gibt es schon auf eine Empfangsantenne, dann kann ich hier beispielsweise eine kleine Birne reinmachen und ich müsste dann ja den Strom detektieren, der die ganze Zeit durch die Empfangsantenne zirkuliert mit einer Frequenz von 48 MHz. Und auch das versuchen wir mal hier im Hörsaal. Wir wenden uns jetzt also unserer Empfangsantenne zu. Sieht genau gleich aus, hat allerdings diese kleine Birne in der Mitte. Und wir sehen, sobald die Sendeantenne angeht, geht hier auch das kleine Birnchen an. Es hängt schon davon ab, wo im Raum ich mich eigentlich befinde. Wenn ich mich mit der Antenne vom Sender entferne, ich mache sie schlauerweise, nehme ich mal die Antenne in die Hand. So. Dann wird das Birnchen dunkler. Wenn ich mich dem Sender wieder nähere, dann wird das Birnchen immer heller. Es hängt jetzt wirklich entscheidend davon ab, in welche Richtung ich die Antenne halte. Die elektrischen Felder zeigen nach oben bzw. nach unten. Und das ist auch die einzige Richtung, in der ein Strom erzeugt werden kann. Schauen Sie mal zu, was passiert, wenn ich die Antenne drehe. Dann geht das Birnchen aus. Ja, das liegt daran, dass das elektrische Feld jetzt quer zur Antenne einen Strom zu treiben versucht, was natürlich nur schwer möglich ist. Drehe wieder zurück und da geht das Lämplein wieder an. Wir nennen die Schwingrichtung des elektrischen Feldes Polarisation. Ganz entscheidend war natürlich,
bei der ersten Realisierung von elektromagnetischen Wellen, also was heißt erste Realisierung, die waren ja immer schon um uns rum, vor allem in Form von Licht waren sie dem Menschen seit Urzeiten vertraut. Aber die Erzeugung von elektromagnetischen Wellen mit Antennen und deren Detektion willentlich im Labor setzt also voraus, dass man eine Antenne schnell genug antreiben kann. Mit 48 Megahertz, 48 Millionen Mal pro Sekunde, muss man eine Umpolung erreichen. Ja, das kann man mechanisch sicher nicht gewährleisten. Von Heinrich Hertz stammt die Idee, einen Funken zu benutzen. Es geht los mit einer Wechselspannung, die allerdings nichts mit der Senderwechselspannung zu tun hat, sondern irgendwas im Bereich, was man eben realisieren kann. Über einen Widerstand lädt man einen Kondensator auf. Und das Ganze ist verbunden mit so einer Strecke durch Luft oder durchs Vakuum, die allerdings nicht mechanisch verbunden ist. Rechts daneben ist ein Schwingkreis, welcher die Eigenfrequenz eines Senders hat. Frequenz größer, nü größer 30 Kilohertz. Und die spannende Frage ist, wie kriegt man diesen Schwingkreis in Gang? Nun, zwischen diesen beiden Bollen, die ich hier gemalt habe, bildet sich ein Funken, sobald die Spannung hoch genug ist. Eine Funkenstrecke. Für die kurze Zeit, die der Funken da ist und die Sache leitfähig ist, fließt also ein schneller Strom von dem Kondensator in den Schwingkreis über. Und dann ist also dieser Schwingkreis geschlossen. Und dann haben wir die Eigenschwingung des Schwingkreises. Die reißt ab, sobald der Funken wieder erlischt. Und das Ganze kann man machen mit einer Wiederholrate von vielleicht maximal 30 Funken pro Sekunde. Das ist ein Foto des Knallfunkensenders Lafayette um die Zeitenwende des 19. Jahrhunderts, war die Zeit der großen Funkpioniere. Im Jahr 1899 gelang Marconi zum ersten Mal mit Funken den Ärmelkanal zu überqueren. Ums Jahr 1901 wurde dann der Atlantik überquert. Im Jahr 1903 gründete sich in Deutschland die Firma Telefunken. Das ist Ihnen bestimmt noch ein Begriff, wie ganz allgemein der Begriff Funktechnik, Funksignale, Funkgeräte noch in unserem Sprachraum verankert ist. Und das geht alles zurück auf diese ursprüngliche Idee von Heinrich Hertz, dass es tatsächlich einen Funken gibt. Diese Sache als Knallfunkensender, weil es furchtbar laut war, als dieser Funken losging. Böse Zungen haben also behauptet, die Kommunikation über den Ärmelkanal, die ist damals tatsächlich erfolgt, aber weil man auf der anderen Seite des Kanals den furchtbaren Lärm des Funkensenders noch gehört hat. Nicht deswegen, weil man die elektromagnetischen Wellen etwa empfangen konnte. Im Jahr 1920 wurde der Knallfunkensender dann verboten, weil es nämlich nicht viele gibt, die das gleichzeitig dann machen können. Sehen Sie, man hat hier
einen Schwingkreis, bei dem zwei Kondensatoren parallel geschaltet sind, solange es den Funken gibt, danach nicht mehr. Und das heißt, dass die Schwingfrequenz von dem eigentlichen Kreis die ganze Zeit zeitlich variiert. Ja, man blockiert damit gleichzeitig alle Bandbreiten. Das wurde erheblich verbessert durch den Löschfunkensender. Geht zurück auf den Namenspatron dieses Hauses, Max Wien. Im Jahr 1905 hat Max Wien diesen Löschfunkensender präsentiert. Ein relativ ähnliches Konzept, allerdings ist der Funken diesmal nicht in Reihe geschaltet, sondern die Schaltung sieht so aus. Da ist der Kondensator. Und man sieht hier, sobald der Funken zündet, wird der Kreis geschlossen und der erlischt, sobald der Funken nicht mehr da ist. Deswegen Löschfunkensender. Man kann damit einmal deutlich mehr Funken senden. Etwa 1000 Funken pro Sekunde. Ja, man wollte ja dann irgendwann damit Informationen übertragen, Morse-Signale, da musste man dann schon viel in eine Sekunde reinquetschen. Und es hat eben den entscheidenden Vorteil, dass es nicht so breitbandig ist, weil es hier nämlich keine parallel geschalteten Kondensatoren gibt. So, zur Polarisation wollte ich Ihnen noch erzählen. Im Experiment habe ich es Ihnen ja bereits gezeigt. Das ist ein Bild des Tafelanschriebs des letzten Semesters, als wir Schwingungen in der Mechanik durchgenommen haben. Im letzten Jahr hatten wir vorrangig Longitudinalwellen. Wir haben uns mit der Akustik viel beschäftigt. So eine dichte Schwingung, die in irgendeine Richtung propagiert. Dort gibt es keine Polarisation. Ne? Da ist die Verdichtungsrichtung in Richtung der Ausbreitungsrichtung. Deswegen Longitudinalschwingwelle. Eine Transversalwelle, hierfür ist das Beispiel, Paradebeispiel wirklich die elektromagnetische Welle, da macht es eben einen Unterschied, in welche Richtung das elektrische Feld zeigt, ob die Schwingrichtung in die eine Richtung zeigt oder in die andere Richtung. Man nennt so etwas lineare Polarisation. Wenn man zwei solche Quellen hintereinander im richtigen Abstand macht, dann kann man es auch hinkriegen, dass der elektrische Feldvektor sich wie eine Spirale dreht. Das nennt man dann zirkulare Polarisation. Aber es gibt eben eine Polarisationsrichtung, Richtung des elektrischen Feldvektors, und die steht senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung. Immer orthogonal zum elektrischen Feld ist das magnetische Feld. Auch das ist aus unserer ursprünglichen Überlegung, wie hier angemalt, ersichtlich. Und wenn das elektrische Feld sich zirkular dreht, dann dreht sich eben auch das magnetische Feld zirkular. Bisher haben wir uns nur über Vakuum Gedanken gemacht. Hier ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit immer gegeben durch C0, so ungefähr 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. In Materie sieht es anders aus. Wir haben uns über das elektrische Feld in Materie unterhalten. Und wir haben gesehen, dass das elektrische Feld abgeschwächt wird in einem Dielektrikum. In den Maxwell-Gleichungen bekommt man diesen Effekt dadurch implementiert. Genau mathematisch gezeigt habe ich es Ihnen nicht. Ich habe Ihnen aber gezeigt, dass das elektrische Feld um den Faktor Epsilon R, die relative Dielektrizitätszahl, sinkt im Dielektrikum. In den Maxwell-Gleichungen muss man Epsilon 0 durch das Produkt von Epsilon 0 und Epsilon R ersetzen.
Ganz ähnlich war die Überlegung für die magnetische Permeabilität. μ0 muss ersetzt werden durch μ0 mal μr. Das magnetische Feld wird im Allgemeinen, kann zumindest größer werden, wenn Materie vorhanden ist. Und das führt dazu, dass ε0 zu ersetzen ist durch c, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in Materie. Eins geteilt durch Wurzel μ0, μr, ε0, εr. Hier drin erkenne ich c0, die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Das heißt, die Geschwindigkeit verringert sich um den Faktor Wurzel μr mal εr. Diesem Faktor, um den die Lichtgeschwindigkeit gebremst wird, gebe ich einen neuen Namen. Der wird vor allem in der Optik sehr oft gebräuchlich sein. Der Brechungsindex mit dem Formelzeichen n. Eine dimensionslose Zahl entspricht gerade dem Produkt von μr, εr, Brechungsindex. Und am Beispiel Wasser machen wir uns mal Gedanken darüber, wie groß n denn wohl sein mag. μr, die magnetische Wechselwirkung von durchsichtigen Materialien wie Wasser, ist nahezu verschwindend. Das können wir gleich einsetzen. εr war 81 im Fall von Wasser, enorm groß. Bedeutet, der Brechungsindex von Wasser ist 9. Und das bedeutet, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit 9-fach kleiner in Wasser ist als in Luft. Da die Frequenz extern durch den Sender gegeben ist, kann die sich nicht verändern. Was sich verändert, ist aber die Wellenlänge. Und wir zeigen das noch einmal mit unserer Sendeanlage. Ich habe irgendwo eine kleine Antenne. Ah, da ist sie schon. Und die kleine Antenne, die leuchtet nicht. Die ist 9-mal kleiner als die große Antenne. Ja, nicht verwunderlich. Es ist halt, sollte eine Dipolantenne sein, ja, die. Es muss eben die Länge auf die Sendeantenne ausgerichtet sein. Jetzt tauche ich diese Empfangsantenne allerdings in Wasser ein. Und ich sehe, wie die Birne sich langsam im Wasser entzündet. Eine tolle Sache, die Wellenlänge in Wasser ist tatsächlich von 6,20 Meter geschrumpft auf 6,20 Meter geteilt durch 9. Ja, der Brechungsindex von Wasser, vielleicht stutzen Sie schon. Wenn man nichts dazu sagt, dann meint man eigentlich den Brechungsindex im optischen Bereich. Überlegen wir uns nochmal, was den Brechungsindex eigentlich ausmacht. Es ist die Abschwächung des elektrischen Feldes im Medium. Bei Wasser ist εr so groß, weil die Wassermoleküle sich ausrichten und durch ihren permanenten Dipol das elektrische Feld schwächen. Das machen die bei sehr tiefen Frequenzen gerne. Bei 48 MHz machen sie es eben auch noch. Wenn ich jetzt aber schrittweise die Frequenz erhöhe und erhöhe
und irgendwann in optische Frequenzen gerate, da müssten die Wassermoleküle sich mit einer Rate von 10 hoch 15 pro Sekunde umdrehen. Das machen die natürlich dann nicht mehr, oder zumindest nicht so leicht. Da sinkt dann der Brechungsindex ganz enorm. Im optischen Bereich ist er dann nur noch etwa bei 1,3. Damit war es das. Ab morgen wird es langsam wieder leichter. Ab morgen finden wir einen Schritt, wie wir Optik verstehen können, zunächst ohne das ganze Theoriegebäude der Maxwell'schen Theorie zugrunde zu legen. Bis dann.